Herzlich willkommen am Schulzentrum Karl-von-Ossietzky-Gymnasiale Oberstufe. Mein Name ist Ingo Beck und ich bin der Schulleiter. Ich wünsche viel Spaß beim Gucken des Imagefilms und immer an mein Motto denken, alles wird gut. Das Klima in unserer Schule an der CVU Bühlo ist vor allem durch Respekt gekennzeichnet und dadurch, dass man hier vielfältig sein kann. Jeden Tag, wenn Schülerinnen und Schüler in meinen Unterricht kommen, erlebe ich, dass wir alle anders sind und dass es genau richtig so ist, dass wir sind, wie wir sind. Unsere Schule ist ein Raum für individuelle Entwicklung. Darum muss man sich hier wohlfühlen. Wir schaffen Räume wie das Forum, an denen man gern ist. Wir haben viele Veranstaltungen, die dazu beitragen, dass man gern in die Schule kommt. Als SV arbeiten wir unabhängig. Wir haben eine eigene Satzung, ein eigenes Team und eine eigene Kasse. Durch den Pausenverkauf in der Schule finanzieren wir uns Veranstaltungen wie zum Beispiel einen Quizabend oder andere Aktivitäten wie zum Beispiel einen Minecraft-Server oder einen Discord-Server. Ja, herzlich willkommen. Wir sind hier in einem typischen Mathe-Raum und sehen hier unsere typische Ausstattung. Wir haben wunderbar neue Tafelsysteme in jedem Raum und versuchen natürlich, so gut es geht, das iPad zu benutzen. Natürlich nicht nur im Matheunterricht, sondern auch in allen Unterrichten, die wir so anbieten können. Und da erlebe ich ein Klima auf Augenhöhe. Wir versuchen, alle SchülerInnen zu unterstützen. Die nehmen das auch dankbar an. Ich erlebe den Umgang untereinander sehr respektvoll und wirklich auf Augenhöhe. Es geht darum, gemeinsam Probleme anzugehen, gemeinsam Strategien zu entwickeln. Es geht darum, ja, dass die Schüler sich wohlfühlen, dass sie hier ankommen und das Gefühl haben, sie bekommen Rückendeckung von uns, um diese schwere Aufgabe des Abiturs bewältigen zu können, die sie ja hier 3 Jahre lang verfolgen werden. Als Schülerin der CVU GÜO kann ich nur sagen, dass wir eine super Lernatmosphäre haben und auch eine enge Beziehung zu Lehrern sowie Schulleitung. Wenn man ein Problem hat, kann man eigentlich immer direkt zu der Schulleitung gehen oder auch mit den einzelnen Lehrern reden und die sind super verständnisvoll. Im Oktober letzten Jahres habe ich im Rahmen einer Schulpartnerschaft an einer Fahrt nach Thessaloniki teilgenommen. Und wir haben mit Schülerinnen und Schülern aus Italien, Türkei, Griechenland, Portugal an einem Programm teilgenommen. Wir haben zusammen gearbeitet, gelacht, gelernt und tolle Ausflüge gemacht. Ja, man hat super coole Verbindungen zu den Schülerinnen und Schülern immer noch und schließt tolle Freundschaften auf jeden Fall. Unsere Schülerinnen und Schüler sind ja junge Erwachsene oder stehen zumindest kurz davor, erwachsen zu werden. Deswegen ist es mir ganz wichtig, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Das heißt, dass man sich gegenseitig respektiert und auch gegenseitig ernst nimmt und dass man sich auch gegenseitig vertraut. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler sollen zu mir kommen, wenn sie Probleme haben, sei es im Unterricht oder privat. Und mir ist es dann eben auch ganz wichtig, dass ich den Schülerinnen und Schülern vertrauen kann. Es kann auch mal Zeiten geben, in denen es schulisch oder privat nicht so gut läuft. Und dann haben wir hier auch an der Schule Strukturen, wo wir Schülerinnen und Schüler auffangen können, sei es die Beratungslehrkräfte oder das BSU-Team oder eben auch uns Vertrauenslehrkräfte, an die sich Schülerinnen und Schüler wenden können, wenn sie
zum Beispiel eben schulisch Probleme haben. Wir versuchen dann zu vermitteln. Ich fühle mich hier besonders wohl, da mir das Schulklima hier sehr gut gefällt. Auf unserer Schule haben wir vielseitige Angebote, wie zum Beispiel das Jugendparlament, wo ich mich auch engagiere. Ich bin dort auch Sprecherin und dort versuchen wir, die Wünsche und Bedürfnisse der Jugendlichen hier in Bremerhaven zu erfüllen und den Interessen nachzugehen. Und ich bin der Meinung, dass Jugendliche ja nicht nur schulische Interessen haben, sondern auch in deren Freizeit Interessen haben. Und aus diesem Grund finde ich, dass das Jugendparlament sich dafür sehr gut eignet, sich dort zu engagieren und was zu verändern. Ein großer Vorteil bei uns an der Schule ist, dass die Schülerinnen und Schüler hier Erfahrungen sammeln können, die sie so im Alltag vermutlich nicht machen können. Darüber hinaus auch ein Tonstudio, was ja eigentlich keine Wünsche offen lässt. Also das ist ganz, ganz klasse. Über den regulären Unterricht hinaus, würde ich sagen, bietet die CVOGO weitere Vorteile, wie beispielsweise Bands, die sehr gerne angenommen werden in verschiedenen Jahrgangsstufen. Und dazu haben wir auch noch einen Leistungskurs. Also das ist ein wirklich tolles Angebot. Dies war ein kleiner Einblick in unser Schulangebot. Wir hoffen, euch bald auf unserer Schule begrüßen zu dürfen. Damit auch ihr die Möglichkeit habt, euch an unserer Schule zu engagieren. Sehen wir uns?